Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind immer noch in der Elektrolythöhle. Wir haben hier, glaube ich, noch einen kleinen Bereich, den wir erkunden wollen, Fragezeichen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich den letzten Part, zuletzt gestern aufgenommen habe. Daher muss ich jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Aber ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir wollen, wir haben wahrscheinlich noch unser neues Pokémon, Luke, vorne. Ja, wird wohl wahrscheinlich so sein, genau. Luke, auf welchem Level ist er inzwischen? Level 31. Ja, er holt so langsam auf, was ich sehr, sehr gut finde. Allerdings ist er immer noch auf einem Level, wo wir leider noch weiterhin wilde Pokémon antreffen. Daher werde ich erstmal wieder Michelle nach vorne packen. Und hier gibt es doch bestimmt ein Item. Ja, Elektrojuwel. Ah, gut. Wir haben ja jetzt schon ein Item, was Elektroattacken verstärkt. Bedeutet, ja. Das war ja hier ein Dreier- oder Reihenumkampf. Ich glaube, ein Dreierkampf. Mega geil. Und jo. Dann sind wir theoretisch eigentlich hier durch. Oder haben wir gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft anscheinend. Oder er kämpft halt wieder. Das weiß ich nicht. Ja, ich konnte ja schon absehen im letzten Part, dass ich dann heute hier so ein bisschen Probleme habe. Allerdings, ja. Das ist jetzt auch nicht so wild. Oh, ein Flug-Pokémon. Da können wir ruhig nochmal Luke einsetzen. Ist zwar drei Level höher, aber ich vertraue jetzt auf Luke. Ich glaube, das Pokémon haben wir noch gar nicht gesehen. Also ich kann mich jetzt daran auch nicht erinnern. So. Funksprung. Feuerodem ohne Drachenattacke. Ach du Scheiße. Uiuiui, das macht extrem viel Schaden. Leider greift er auch als erstes an. Bedeutet, wir können nicht mit einer weiteren Attacke rechnen, aber... Haben wir irgendeine Attacke, die Erstangriff macht? Nein, leider nicht. Ich setze mal einen Supertrank ein. Weil ich habe die Hoffnung, dass er jetzt irgendeine läppische, schwache Attacke einsetzt. Mal sehen. Ha! Sehr schön. Weil dann können wir nochmal mit einem Funkensprung nochmal angreifen. Ja, gut. Er setzt nochmal vorher Odem ein. Diesmal hat das nicht so viel Schaden gemacht. Interessant. Was vorher ein Volltreffer habe ich gar nicht gesehen. So, ein paar EP. Electek. Da wechseln wir doch wieder zu Michelle. Da bauen wir jetzt eine Bodenattacke. Und da ist doch Michelle Spezialistin für. Außerdem hat sich ja Michelle auch weiterentwickelt. Bedeutet, wir haben jetzt auch Feuerodem als Drachenattacke. So, okay. Lichtschild. Er ist eigentlich nicht ganz so klug. So, Initiative sinkt. Wunderbar. Vielleicht können wir auch als erstes angreifen. Ja, wunderbar. Ja, das war jetzt hier nicht so verkehrt. Schöne EP. Geile Seiten. Oh, Level 36. 1700 EP. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber gefällt mir. So, dieser Trainer hat auf jeden Fall gekämpft. Das ist die Frage, was gibt's hier oben? Ein Item, ein Donnerstein. Hilft manchen Pokémon zur Weiterentwicklung. Sehr geil. Gut, ich denke mal, das war's jetzt hier allerdings. Falls wir gegen den Trainer noch nicht gekämpft haben. Ups, nein, ich wollte die Schaufel einsetzen. Aber ich glaube, gegen den Trainer haben wir schon gekämpft. Bedeutet, wir können jetzt zurück. Allerdings gab es noch einen Rückweg bei der anderen Route. Aber ich werde da ein anderes Mal vorbeischauen. Nicht jetzt. Denn für mich zählt jetzt die Stadt. Dass wir die ein bisschen erkunden. Wir waren ja hier schon im Pokécenter drin. Und ja, jetzt werden wir die, wie gesagt, erkunden. Es gibt auch noch ein paar Surferstellen. Generell so im Spielverlauf hatten wir schon öfters mal Stellen, wo man Surfer hätte einsetzen können. Bedeutet, ich werde mal den PC anschalten und das Ohr doch mal mit ins Team nehmen und stattdessen unsere andere Form vor allem Sklave raus. Weil Ordoch kann, glaube ich, Surfer erlernen, wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir jetzt mal kurz. Ah, da war doch schon Surfer. Hatte ich letzten Part wahrscheinlich schon ausprobiert. Dass irgendein Teammitglied von uns das erlernen kann. War leider nicht so, aber das unser Freund Sklave 2. Der kann das. So, kommt irgendeine Attacke raus, ist egal welcher.
Wir kämpfen mit unserem vollen Sklaven sowieso nicht. So, falls hier in der Stadt ein paar Kämpfer auf uns zukommen, werde ich Luke dementsprechend wieder mit nach vorne nehmen. Auf Platz 1. Damit er halt nochmal ein bisschen trainiert werden kann. Und des Weiteren will ich auch nochmal kurz auf die Karte schauen. Sorry, wenn jetzt hier viel mit Beute und so, dass ich da sehr, sehr viel mit arbeite. Aber ich will das gerade aus einem ganz bestimmten Grund. Ah, okay. Gibt's hier in der Stadt erstmal eine Arena? Das wäre vielleicht gut zu wissen. Das wäre sehr, sehr gut zu wissen. Stimmt, wir wollen ja auch hier mit den Leuten sprechen. Man vermutet, dass die Kontaktebene als Energiequelle für die gesamte Einheitregion fungiert. Doch bisher ist es noch niemandem gelungen, dem Geheimnis des Kontaktbaums und der Transferkräfte auf die Spur zu kommen. So, Shop gibt's hier. Brauche ich jetzt ja weniger was. Dann wieder ein paar Medaillen. Mal sehen. Hoffentlich nicht so viel. Ja, ich hoffe auch, dass hier ein paar Kämpfe dran kommen, weil das ist der einzige Part, den ich heute so aufnehme. Da ich heute sehr, sehr viel zu tun hatte. Und jetzt ist es abends. Ich mache halt nur noch diesen einen Part. Aber ab morgen nehme ich dann wieder schön auf. So. Daher hoffe ich halt auch auf ein paar Kämpfe, weil ich halt darauf extrem viel Bock habe. Da wo heute Panaero City liegt, gab es früher nur Wildnis. Doch dann haben Pokémon und Menschen dieses Land nutzbar gemacht. Hast du schon mal von einer großen Passage namens Einklangspassage gehört? Das ist ein einzigartiger Ort, wo es jede Menge ausgefallene Läden gibt. Eigentlich gibt es da momentan keinen Laden. Weil wir da nicht dran gearbeitet haben. Also nichts. Wir haben da halt einfach nichts gemacht. Ich für meinen Teil bin ja sehr pingelig, was Pokémon-Attacken anbelangt. Wenn es um technische Maschinen geht, verstehe ich erst recht keinen Spaß. Wo wir gerade von dir sprechen. Die lassen bislang ergattert. Dann lass mal schauen. Beträgt 15. Oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Mir war nicht mal einmal bewusst, dass es solche Teams überhaupt gibt. Jeder einzelne davon ist ein echtes Schmuckstück. Bei dem Anblick steckt mein Herz wahre Purzelbäume. Nimm dieses KP Plus hier als kleine Belohnung. Ah, ich dachte, hat er jetzt eh oft eine TM oder so bekommen. Nicht schlecht, Herr Specht, aber da gibt es gewiss noch viele weitere TMs zu entdecken. Tu mir noch mehr und ich werde mich großzügig zeigen. Okay. Um in den Besitz einer Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonites machen und oder der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Okay, das sind wohl Tipps, wie man Herzschuppen bekommt. Gut zu wissen. Dann, oh, ein Flugzeug. Dort links. Wer ist das? Hallo Dennis. Endlich treffe ich dich mal persönlich und nicht nur über den Visocaster. Ich stelle mich am besten nochmal vor, gestatten? Professor Escher. Ach, das ist Professor Escher. Oh lol. Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher ja geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Jetzt habe ich einen kleinen Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich deinen Pokédex bewerten. Also, die Anzahl der Pokémon, die in deinem Pokédex als gesehen verzeichnet sind, beläuft sich also auf 104. Ah, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Hier ist eine kleine Belohnung. Ein. What? Hier kriegt man den Meisterball. Ja, geil. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Mit ihm gelingt dir jeder Fang. Ganz gleich, um welches Pokémon es geht. Denn Reisen triffst du viele Pokémon. Lass dir auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. Ja, geil. Der Meisterball, wie sie schon sagte. Egal, was da für ein Pokémon ist. Egal, wie viele KP er hat. Das Pokémon wird mit dem Meisterball sofort und immer gefangen. So geil. Aber man kriegt halt, soweit ich weiß, nur einen einzigen davon. Der ist nicht kaufbar und wie auch immer. In den letzten 2 Jahren haben sich viele Pokémon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Ja, das ist dein Beruf, würde ich mal sagen. Professor Escher! Ja? Wer ist das? Oh, so, ein Zufall. Hallo, Geraldine. Darf ich vorstellen, das ist Geraldine, die Arenaleiterin von Panaero City. Ja, gibt es also wirklich hier eine Arenaleiterin? Okay. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich da extra darum gebeten.
sie mit dem Flugzeug nach Twin Drake City auf der anderen Seite des Wendelberges zu fliegen. Sie sagten, zu Fuß käme man zurzeit nicht bis dorthin durch. Halt, Toche, aber ich möchte dich doch um etwas Geduld bitten. Es gibt nämlich noch etwas, das ich vorher im Turm des Himmels überprüfen möchte. Wartest du so lange auf mich? Bis demnächst, Dennis. Vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinem Pokémon. Ja, Turm des Himmels, das ist auch auf jeden Fall noch ein Ziel. Allerdings nach der Arena. Diese unbesorgte, ja fast schon kopflose Ader hat sie von ihrem Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampf bei mir vorbeischauen? Oder möchtest du lieber erst Professor Esche folgen und im Turm des Himmels trainieren? Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Wenn man es hier entscheiden kann, würde ich erstmal Professor Esche folgen. Bedeutet, es gibt jetzt hier noch keinen Arena-Kampf? Sondern erst, sobald wir beim Turm des Himmels waren bei Professor Escher. So groß scheint hier die Stadt auch nicht zu sein, das gefällt mir. Das spielt mir auch so ein bisschen in die Karten, weil, ja, wie gesagt, ich möchte Kämpfe hier machen. Im Plasma hat gezielt die Jagd auf bestimmte Pokémon wie Philillu gemacht. Auf diese Art und Weise sind vielen Leuten ihre Pokémon gestohlen worden. Das ist unverzeihlich. Das stimmt. So, hier ist ein Haus. Gegenwind, Gegenwind. Wenn es Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Windböen. Ah, okay, setz die Flug-Pokémon ein. Das wäre eigentlich perfektes Training auch für Luke. Aber, ja, ich weiß nicht. Wenn da jetzt ein Flug-Pokémon kommt, dann würde ich sogar sagen, wir gehen doch zuerst in die Arena. Wir schauen gleich. Wenn du den Ohren der Arena von Panaero City errungen hast, warte ich dir etwas ganz Tolles. Okay, da müssen wir nochmal hin. Wozu man direkt neben der Landebahn Gewächshäuser gebaut hat, na, damit das frische Gemüse noch schneller zum Abnehmer bringen kann. Ah, okay. Geht's hier wieder ums Geld oder wie? Ist das hier die Arena? Warte. Bestelldienst, okay. Und nicht die Arena. Guten Tag. Wir vom Zustelldienst von Panaero City befördern schnell und zuverlässig. Wir transportieren noch Personen, aber nur mit Erlaubnis der Arenaleiterin. Willkommen in Panaero City, der Stadt der Lüfte. Hier nimm dies als Andenken an deinen Besuch. Hackattack. Starkklaube Flugattacken kann das sein? Wenn du deinem Pokémon das Item Hackattack zum Tragen gibst, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Flugs. Ja. Oh, Herzkonfekt, du zarte Süßigkeit. Für den, der fand des Lebens Glück in einem anderen, sein Gegenstück. Du hast gelindert wohl sein Herzeleid. Reichlich soll er von dir verdrücken, so kann vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Okay. Wenn man nichts über den Aufbau eines Flugzeugs weiß, ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, es instand zu halten. Pokémon-Kampf verhält es sich ähnlich. Je besser man sich mit Pokémon auskennt, desto höher sind die Chancen auf einen Sieg. Das stimmt allerdings. Pokémon mit der vor allem Attacke fliegen können dich am Pokécenter von zuvor von dir besuchten Orten absetzen. Das stimmt. Oha, du bist nicht im Besitz der Medaille Fliegerass? Flieger-Ass? Sag bloß. Wir Piloten sind alle total heiß auf diese Medaille. Ich dachte mir, wenn sie jemand hat, dann du. Anscheinend nicht. Hey du, hast du zufällig Pokémon vom Typ Flug oder Zuschlag bei? Oh ja, ich sehe da einen Hypno-Morbo in deinem Team. Ich brauche seine Hilfe, um an ein Frachtstück zu gelangen. Das ist für mich zu weit oben liegt. Bitte hilf mir. Okay. Vielen Dank, hier ist Lenz, Dankeschön. Oh, jetzt! Ist ein Zufall, dass wir ein Pokémon vom Psycho sozusagen dabei haben, beziehungsweise dass wir halt das richtige Pokémon dabei haben. Psycho haben wir ja sowieso dabei, ist der Teammitglied. Und Panaero City aus starten inzwischen einige Passagierflugzeuge. Es hat schließlich nicht jeder ein Pokémon mit der Form Attacke fliegen. Geraldines Flug können sie übertreffen inzwischen so die ihres Großvaters, der selbst ein legendärer Pilot war. Und hier scheint die Arena zu sein. Ja, dann gehen wir doch zuerst in die Arena. Ich nehme meine Aussage zurück. Gerade weil hier dann Flug-Pokémon kommen. Und das ist halt perfektes Training für Luke. Und das möchte ich jetzt hier nicht ausschlagen. Bedeutet, wenn wir dann zur nächsten Runde gehen, ist Luke auf dem Level wie die anderen. Und gerade deswegen. Und wir werden ja dann bald hier unser letztes Teammitglied fangen. Und ich habe keine Lust, zwei Pokémon gleichzeitig wirklich hoch zu leveln, die dann so niedrig halt sind. Bedeutet lieber jetzt Luke erstmal trainieren und dann das Teammitglied halt fangen. Andererseits Pokémon können Flugzeuge ohne Startbahn nicht abheben.
Aber dafür bieten Flugzeuge viel mehr Stauraum für Transportgüter. Das stimmt. So, was ist das hier? Ich habe unten noch einen Pokéball gesehen. Meine Pokémon liebt Bären. Weißt du, deshalb reisen wir auch auf der Suche nach Bären durch die Weltgeschichte. Wäre es nicht toll, wenn es einen Ort mit so vielen Bären gäbe, dass man daran bauen könnte? Okay. So, dann... Wie gesagt, hier unten ein Item. Irgendwo. Schnuff, schnuff. Ich bestelle die Felder bei Panarion City. Ja, dafür brauche ich Mulche. Schnuff, schnuff. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Dann kennst du vielleicht die versteckte Lichtungen. Da findet man nämlich manchmal welche. Also Mulche meine ich natürlich. Liebe Mulche über alles. Schnuff, schnuff. Wäre nett, wenn du mir welche bringst. Schnuff, schnuff. Nein, keine Ahnung. Das heißt wohl, dass du kein Mulch bei dir trägst. Lass mir das nicht so gewundert werden. Nee, nee. Ja, das Item meinte ich. Ein Fall! Eine Flugattacke? Wir haben allerdings keinen Flug-Pokémon. Leider. Vor allem Attacke fliegen ist halt. Man erlaubt sie, selbst wenn sich kleine Pokémon Personen durch die Lüfte zu zittern. Oder kann inzwischen vielleicht Michelle sogar fliegen erlernen, weil sie fliegt ja. Alter, das wäre ja mega geil. Ja, geil! Das ist ja nice. Da kommt jetzt eine Dampfwalze raus. Denke ich. Ja genau, Dampfwalze kommt raus. Ja geil! Ha! Dank ihrer Entwicklung. Boah, weil ich kann euch sagen, das letzte Pokémon ist kein Flug-Pokémon. Bedeutet, eigentlich habe ich schon abgerechnet, dass wir irgendeine Flugattacke haben. Ja nice! Dann geht's jetzt hier in die Arena. Wir könnten natürlich auch notfalls Michelle einsetzen. Oh, Wind. Allein. Utsch! Oh, ich bitte um Entschuldigung. Bitte, hier nimm das Tafelwasser als Entschädigung. Ah, lol. Diese Arena ist ein Windkanal. Wenn die Propeller am anderen Ende der Halle auf Hochtouren laufen, erzeugen sie Windpillen, die dazu in der Lage sind, arme Tölpel mich einfach wegzupusten. Deswegen ist es ratsam, sich rechtzeitig an einer der ummauerten Stellen in Sicherheit zu bringen. Oh, und noch eins. Pokémon vom Typ Flug haben jede Menge Schwachstellen. Mit Stein, Elektro oder Eisattacken. Nichts in die falsch. Ja, darum muss ich kurz schauen, ob wir noch Luke vorne haben. Ja, wunderbar. Und auf welchem Level sind die anderen so? 34 bis 36. Okay. Bedeutet, wir werden jetzt dementsprechend Luke halt extrem viel trainieren. So. Ach, man muss da wahrscheinlich ins grüne Feld. Okay. Hier muss man dann rein. Da ist der erste Trainer und unser erster Pokémon-Kampf heute. Ich bin sehr gespannt, was für Pokémon eingesetzt werden. Natürlich, wenn hier ein Emolga eingesetzt wird oder ein Scaraborn, dann sieht es für Luke nicht ganz so gut aus. Aber hier ist erstmal ein Fletiano. Fletiamo. Weiß nicht. Level 37. Ach du Scheiße. Aber Angst. Danken gut. Wie viel Schaden machen wir denn? Wir sind sowas von underlevelt. Ich dachte, das ist gutes Training hier. Ja, vielleicht macht er nochmal Gedanken. Gut, ich hoffe. Sehr. Ja, nice, 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 nice. Das heißt, es ist besiegt und ich glaube, er hat nur einen Pokémon. Ich glaube ja. Weil sonst wäre auch das Level einfach zu krass. 1900 EP. Ja, sehr schön, Luke. Das ist schön. Ich habe mich überlegt, ob ich lieber wechseln soll. Aber... letztendlich brauchte ich es ein Glück nicht machen. Nein! Oh, das ist ganz schön schnell. Der Wind. Wir müssen hier doch mal Pause machen kurz. So, hier kurz Pause. Man hat wirklich wenig Zeit. Aber interessantes Prinzip kann aber vielleicht auch manchmal abfacken. Stimmt. So, der nächste Trainer. Könnte man überspringen gegen den Kämpfmann, wenn man halt von der Windböe getroffen wurde, aber wir wollen ja sowieso gegen jeden kämpfen. Und was wird eingesetzt? Ein Simbolara. Okay, das ist nicht vom Typ Flug, das ist Psycho. Nur vom Typ Psycho. Bedeutet, eigentlich müsste ich da wechseln. Was ist denn gegen Psycho sehr effektiv? Hier
könnten Nico herholen. Wir sind generell an der Level. Ja gut, man hätte erst zum Turm da hingehen können. Wurde ja auch uns auch gesagt. Und da dann noch mal ein bisschen zu trainieren. Ah, Lichtschild. Ich setz mal Finte ein. Da hätte jetzt so... Links keine Chance. Kommt auch noch Reflektor. Alter. Den Schaden machen wir. Unkolärm, was ist das für eine Attacke? Leute. Ich bin so am überlegen, ob wir vielleicht... Oh, danke. Danke, Nico. Für den Volltreffer. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht doch... zur nächsten Route gehen sollen. Weil, wenn die hier jetzt schon so stark sind, wir schaffen es niemals gegen den Arena-Leiter. Wir schaffen es nie und nimmer. Wir werden gegen die Trainer jetzt noch kämpfen. Das bringt jetzt nichts. Schon zur nächsten Route in den letzten Minuten zu gehen. Ich werde... Es sind immerhin noch Flug-Pokémon. Allerdings... hoffe ich, dass wirklich... die den Typ Flug haben. Und dann ist ja halt Luke ganz gut hier im Spiel. Zwei Pokémon. Wieder so ein Flap. Wie auch immer. Den wir vorhin schon hatten. Level 36. Komm, das kriegt Luke hin. Das sollte er hinkriegen. Funksprung. Naja, Schau kommt. Oh, oi, oi. Kann auch viel Schaden machen. Zu viel Schaden. Chat. Chill. Komm du. Da setze ich gleich erstmal einen Beleber ein. Ich möchte, dass Luke trotzdem die EP kriegt. War klar, dass jetzt nochmal Knosch eingesetzt wird. Boah, macht auch bei Michelle extrem viel Schaden. Steinhagel, Michelle. Gut, sie greift als erstes an. Bedeutet, könnte sehr wahrscheinlich besiegt sein. Ist es aber nicht. Jetzt kommt auch Feuer-Odem. Das sollte nicht sehr effektiv sein. Wunderbar. Nee, das ist... stimmt. Drache ist auf Drache sehr effektiv. Das hat trotzdem weniger Schaden gemacht. Oh, das war irgendwie Glück. Das war sehr, sehr viel Glück. Wasser Snob. Komm, Luke. Es ist hart. Es ist sehr, sehr hart. Darum mache ich ja jetzt auch weiter. Bei harte Gegner heißt sehr, sehr viel Erfahrung. Erstmal sicherheitshalber einen Supertrank. Ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. Luftschnitt, wie viel Schaden macht das? Weniger als die Hälfte, das ist genau die Hälfte. So, ein bisschen mehr. Und du greifst als erstes an. Nein! Oh! Er überlebt. Aber wir greifen nicht als erstes an. Das ist das Problem gerade. Ich setze eine Kuma-Milch ein. Unsere einzige, die wir momentan so haben. Er setzt zwei Hühner ein. Okay, das ist ein Untergang. Glaube ich. Hoffe ich. Genau. Es sei denn, er setzt Ruheort ein. Hälfte der KP werden hergestellt. Aber muss nicht unbedingt schlimm sein. Wir haben ja dann noch einen Zug. What? Wie wenig Schaden macht denn das plötzlich? Hä? Hat der irgendwas anderes eingesetzt? Verhöhner. Aber trotzdem. Aber Luke müsste noch eine Attacke einsetzen können. Ah, Ruheort, Mann. Paralyse wäre jetzt mal nicht schlecht. Ja, danke, 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 danke. So, jetzt nochmal Funkensprung. Sehr schön. Aber Luke ist trotzdem nicht schneller, obwohl er paralysiert ist. Mann, na, 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 na. Ja, es ist besiegt.
Trotzdem sehr, sehr gut gemacht, Luke. Komm, das gibt bitte viele EP. Wow! Das ist krass. Bis hierhin werden wir jetzt kämpfen. Ich werde jetzt extra in den Wind gehen. Und dann werden wir nämlich im nächsten Part die nächste Route bereisen. Und hier machen wir ein anderes Mal weiter. So. Hier extra zurück. Und tschüss sozusagen. Bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.